Vortag eben nicht anwesend ist. Hier geht es dann eher ein bisschen darum, das Tempo hochzuhalten, vor allem auch für diejenigen, die vielleicht nicht zum Einsatz gekommen sind oder nur kurz zum Einsatz gekommen sind. Und die anderen Trainingseinheiten können natürlich schon mal noch eine ganze Ecke intensiver sein. Das kommt dann auch immer darauf an, wann das ist. Am Tag vor dem Spiel, das kennen viele von euch vielleicht auch aus dem Amateursport, wird jetzt nicht mehr Vollgas gegeben und vielleicht bis ans letzte Limit. Aber wenn man da mal 3-4 Tage bis zum nächsten Spieltag hat, kann man sicher die Intensität nochmal hochschrauben und auch nochmal andere Übungen machen, als man das jetzt eben vor einem Spiel machen würde oder eben direkt nach einem Spiel. So, jetzt sehen wir hier auch mal eine ganz interessante Übung. So, das ist mal eine sehr kreative Umschaltangriff-Verteidigungsübung. Da muss ich auch erst nochmal reinkommen. Schauen wir uns gleich nochmal den Übungsablauf an. Goldzweck fragt auch nochmal nach unseren Vlogs. Die wird es auch wieder geben. Champions League. Da sind wir wieder am Start. Freut uns, wenn euch das gefällt. Da kriegt ihr auch immer Behind-the-Scenes-Einblicke. Natürlich ist auch das weiterhin geplant. So, jetzt aber nochmal zurück auf die Übung. Ja, doch, auch sehr intensives Verteidigungsverhalten, was wir hier sehen. So, also hier kurz das 1 gegen 1. Angreifer gegen Torwart. Dann spielt der Keeper lang raus. Und dann gibt es ein 3 gegen 3. Ausspielen relativ flach am 16er, also mit wenig Tiefe. Schwer zu lösen. Dann Ball raus und dann wieder ein 2 gegen 2. Also ein sehr taktintensives Zweikampfspielchen. Diejenigen von euch, die gestern in der Allianz Arena waren, haben auch noch die Blaskapelle gesehen. Also auch hier zum Wiesenwochenende nochmal was Besonderes. Wie hat es euch gefallen, wenn ihr gestern in der Arena wart? Guter Spieltag. Schreibt es auch gerne nochmal in die Kommentare, eure Stadionerfahrungen von gestern. Gerade noch mal ein paar Fragen reinkommen, nehme ich das auch gerne noch mal auf als Information. Nächste öffentliche Trainingseinheit schon kommenden Montag, also übermorgen am Feiertag. Da
Hatte dort schon einer, 3.10. um 11 Uhr, 15 Minuten live, Champions League Abschlusstraining vor dem Spieltag, vor Dienstag. Und da seht ihr auch nochmal dann die Vorbereitung, bevor es wieder losgeht. Und dann wird's, denke ich, auch für den einen oder anderen von euch ins Stadion gehen. Gegen Viktoria Pilsen. 4.10. 18.45 ist Anstoß. 3. Spieltag in der Champions League. Wer von euch ist vor Ort in der Arena? Wer von euch unterstützt die Jungs live im Stadion? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also einige von euch auch vor Ort. Mathe ist dabei mit seinem Sohnemann.